Das ist der erste Teil von der Videoserie über den Einsatz von ätherischen Öl in der Massagepraxis. Und damit, dass wir die ätherischen Öl besser verstehen können, die wir uns zuerst mit der Duftanatomie und der Duftchemie beschäftigen. Wenn wir so ein Schädelmodell vor uns haben, dann haben wir da eine Knochen, die für die Duftempfindung wichtig ist. Und man sieht hier so einen Teil von dem Knochen in der Augenhöhle. Das ist das Siebbein oder das Os ethmoidale. Wenn man den Knochen separat rausnimmt, dann sieht man, dass oben drauf, das ist jetzt eine Aufsicht, dass da zwei so durchlöcherte Platten sind. Und ihr könnt euch vorstellen, dass der Riechnerv, der aus dem Hirn sich rausbildet, sich wie mit zwei Fühlern auf die Platte ablegt. Und aus diesen beiden Fühlern kommen nachher feine, feine Nervenendungen durch die Löchlein von dieser Platte in den Rachenraum. Das ist nochmal also eine schöne Animation von dem Ethmoidale, wie das so im Zentrum hinter der Nase verankert ist. Eine zweite Animation, ich habe die Webseite anatomystandard.com gefunden und es ist wunderbar, wie man das sieht. Hier sieht man jetzt die Siebbeinzellen, die Nasennebenhöhlen. So, das Siebbein hat ein Teil von der Nasennebenhöhlen in sich. Das ist alles mit Schleimhaut ausgekleidet. Und ihr seht, es sind ganz feine, feine Knöchelchen. Das ist eine Aufsicht, wenn man jetzt von unten würde auf das Hirn schauen, also nachdem, dass man den Knochen weg hat gedreht. Und man sieht hier den Riechkolben rechts und links. Das liegt also für Siebplatten auf und nachher die Fortsetzung Richtung Hirn von dem Riechnerv. Das ist nochmal ein Bild vom Prometheus über Kopf- und Neuroanatomie. Der Riechnerv hier, die Löchli und das Dach von dem Rachenraum, wo hier so auf einem Räumen von vielleicht 3 Quadratzentimeter das Riechepithel, die Riechschleimhaut hat. Wenn man einen Schnitt würde machen, sieht man hier wieder der Riechkolben ganz, ganz nah am Hirn. Es ist wirklich wie ein Teil vom Hirn, der Riechnerv. Und nachher die vielen Hohlräume von dem Siebbein. Das ist eine Aufnahme von einem Rehschädel und ihr seht, im Tierreich ist das nochmal ganz, ganz schön spiralförmig angelegt, die Nasenmuschel. Und man sieht auch, wie fein, wie hauchdünn das der Knochen hier ist. Alles ausgekleidet mit Schleimhaut. Fast wie ein Schwamm sieht das alles aus. Jetzt, wenn wir über den Geruchssinn selber reden, dann ist es gut zu wissen, dass die Reizleitung, also das, was wir wahrnehmen auf der Riechschleimhaut, das hat verschiedene Bahnen ins Hirn und ein Teil von diesen Bahnen geht direkt in emotionale Zentren. Also die Emotionen und das Riechen, das ist ganz, ganz eng miteinander verbunden. Und das ist wichtig, dass wir das wissen in der Massage, weil es gibt Leute, die können bestimmte ätherische Öle überhaupt nicht schmecken. Das kann verschiedene Gründe haben. Aber dann ist es wichtig, dass wir euch neutrale Öle parat haben zum Massieren. Und das Gleiche gilt übrigens auch, wenn wir als Practitioner eine Abneigung gegen ein bestimmtes Öl haben, dass ihr das wirklich euch die Weg lasst. Jetzt kommen wir zu den Duftmolekülen. Was ist eigentlich ein ätherisches Öl?
Ein ätherisches Öl, das kehrt zur Pflanze heilkommt. Wir haben hier eine Heilpflanze und unserer Heilpflanze können wir ganz viele verschiedene Präparate gewinnen. Das einfachste wäre ein Tee, das ist ein Heisswasseraufguss. Oder wir können die Heilpflanze in ein Öl einlegen, zum Beispiel ins Johanniskraut einlegen oder in Dringelblumen einlegen. Dann haben wir einen Ölauszug. Jetzt, was ist hier speziell interessiert? Das ist die Wasserdampfdestillation. Weil aus der Wasserdampfdestillation können wir nachher ein ätherisches Öl gewinnen. Jetzt, wie kann man sich so eine Destillation vorstellen? Wir haben eine Wärmequelle, dann einen Kessel, der unten Wasser ist und oben ist das Pflanzengut. Jetzt, wenn man das dort erwärmen, dann wird der Wasserdampf wird hochsteigen, wird die Pflanzenzellen aufreißen und wird nachher die Bestandteile, die flüchtig sind, mitnehmen. Das sind ganz verschiedene Bestandteile. Es ist nicht nur ein Molekül. Die flüchtigen Bestandteile werden zusammen mit dem Wasserdampf ins Kühlrohr gedreht, abgekühlt und hier auf dieser Seite tut das Wasser wieder, der Wasserdampf wieder kondensieren. Es gibt ein Hydrolat, das die wasserlöslichen Bestandteile der Pflanze hat. Und oben drauf schwimmt das ätherische Öl. Jetzt kann man das Hydrolat hier ablassen und hat nachher das rein ätherische Öl, das man eigentlich so schon brauchen kann. Jetzt, wie könnt ihr euch das vorstellen, so ein ätherisches Öl? Also, da werden hunderte von verschiedenen Molekülen, die flüchtig sind, mit dem Wasserdampf mitgerissen. Ein ätherisches Öl ist ein Vielstoffgemisch. Ich nehme gerne so das Bild von einer bunten Blumenwiese mit ganz vielen verschiedenen Blumen drinnen. Wir können jetzt so sagen, das wären die einzelnen Moleküle von dem ätherischen Öl. Und wenn wir von einem Vielstoffgemisch reden in der Aromatherapie, dann könnt ihr euch vorstellen, ein Rosenöl hat bis zu 500 verschiedene Einzelsubstanzen. Ein Lavendelöl hat zwischen 140 und 180 verschiedene Einzelsubstanzen. Also es ist eine wahnsinnige Variabilität, die wir bei den ätherischen Ölen haben. Und das ist natürlich nicht nur bei den ätherischen Ölen so, sondern auch mit allen Heilpflanzen. Auch im Tee hat er ganz viele verschiedene Einzelsubstanzen. Wenn man so ein ätherisches Öl analysiert, kann man das durch das Gaschromatogramm lassen und dann verkommt man so einzelne Peaks. Die einzelnen Peaks sind nachher die einzelnen Substanzen. Wo man euch quantifizieren kann und schauen, wie viel das von den Einzelsubstanzen hat. In diesem Bild seht ihr zwei Ausschnitte vom Buch Praxis Aromatherapie, die ich euch sehr empfehle. Und zwar haben die beiden Autorinnen die geniale Idee gehabt, die einzelnen Inhaltsstoffe zusammenzufassen, so in Stoffgruppen. Und ihr seht jetzt hier ein Bild vom Eukalyptus globulus und dem Eukalyptus radiata. Und häufig sehen wir, dass verschiedene ätherische Öl sehr ähnliche Bilder ergebend, aber sich doch minimal in kleinen Stoffgruppen unterscheidend. Und das wird nachher euch der therapeutische Unterschied von den verschiedenen ätherischen Ölen geben. Im nächsten Teil tun wir uns mit den einzelnen ätherischen Ölen beschäftigen.